So, das Weltmeisterzimmer ist komplett, die zweite Goldmedaille für die Ramsau. Nils, erzähl uns von deinem Rennen. Ja, heute eigentlich für das kurze Vertikal voll gut gegangen. Bin am Start gleich gut mitgekommen, muss ich sagen. Hat dann nach 100 Höhenmeter die Führung übernommen. Dann haben sie ein bisschen mitgehen versucht und dann in der Rampen habe ich laufen angefangen und habe es dann alle baniert. Und dann alle abgerissen und dann habe ich mir gedacht, jetzt muss ich es nur noch ins Ziel bringen. Bin dann lebendiert worden, aber es ist sich dann schön ausgegangen. Wie fühlt sich das an? Goldmedaille, schnellster in der U18. Das fühlt sich natürlich voll gut an, wenn man bei der WM eine Goldmedaille holt. War immer schon mal ein Traum, jetzt ist es wahr geworden. Bin voll happy. Wen möchtest du grüßen? Ich grüße jetzt einmal den Papa, die Mama und die ganzen Leute, die mich unterstützen. Natürlich auch den Steirischen Skiverband, ÖSV, NK als Betreuer. Danke für die Unterstützung. Ohne NK war das alles nicht möglich. Nils, du warst ein Wahnsinn. Herzliche Gratulation. Ebenfalls eine sensationelle Leistung abgeliefert hat der Hannes Lohfeier. Wir wissen es nicht genau, 5., 6., egal wie, aber du hast ein Wahnsinnsrennen hingelegt. Brutaler hat sehr fertig gewesen. So kurz halt, passt kurz für mich, aber ja, gut passt. Aber du bist immer besser in Schwung gekommen. Ja, sehr zufrieden. Sehr gut, gratuliere. Und der dritte im Bunde ist der Julian. Du hast schon gespürt, zwei Rennen in die Beine, das ist dann immer so leicht von sich gegangen. Ja genau, ich habe am Anfang probiert mitgehen, war gut dabei, war unter die 5, aber ich habe dann einfach gemerkt, dass die Füße nichts mehr hergegeben haben. Die zwei Rennen haben wir da ziemlich viel gekostet die letzten zwei Tage. Aber trotzdem, ich bin das Rennen fertig gegangen und habe vielleicht jetzt noch ein paar Kerner sparen können zum Schluss für das Individual am Samstag. Und freue mich natürlich voll für meinen Zimmerkollegen, für Nils, dass er jetzt die Goldmedaille geholt hat. Das ist echt der Wahnsinn und ja, lässiges Rennen gewinnen.